Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die Aktienanalyse für Freitag, den 29.09.2023. So, wenn heute der 29. ist, 30., dann ist der September vorbei. Das letzte Handelstag im September und die coole Sau hier, die ist wieder aufgetaucht. Coole Bulle. Ah, nicht coole Sau. Der hat sich gedacht, ah, ihr Idioten. Ich war da nur schnorcheln. Was macht ihr alle so Panik? Nee, der hat ja gestern schon Daumen nach oben gezeigt, wir hatten es im Titelbild. Hat gestern schon deutlich auf die Bremse getreten. Wir haben gestern gesagt, so zweifach positiv mal wieder Signale gesehen. Das erste Mal überhaupt in der Abwärtsbewegung. Hatten deswegen gesagt, zum Donnerstag mal genau hingucken, insbesondere wenn neues Tief hier schnell wieder hochgezogen wird. Oder er grundsätzlich über den 300, glaube ich, geht. Oder 280, ich weiß gar nicht, was wir in der Analyse hier gesagt haben. Irgendwie so 280, 300 bestimmt, ne? Dass er dann Chancen hätte Richtung 360 und 430. Die 360 haben wir nun schon erreicht, auch wieder der Punkt genau angelaufen. Also. Momentan seit Seminar hier wieder sehr, sehr, sehr stimmig unterwegs, unser DAX. Und läuft auch die Pfeile schön an. Hier hatte jetzt jemand kommentiert, ich solle doch diese nervigen Pfeile weglassen. Aber die signalisieren euch ja theoretisch. Also, das bedeutet, ich gehe davon aus, der Markt geht hier runter und reagiert von da hoch, etwa bis zu da, wo der Pfeil ist. Wenn ihr so einen schrägen Strich macht, dann heißt das, okay, wenn eine Kerze darunter stießt, kann der Markt dann bis da und dahin, wo der Pfeil hinzeigt. Ja, auch hier, wenn er drüber stießt, kann er theoretisch noch bis dahin. Also das ist eigentlich eine populäre oder auch übliche Form in der Analyse. Eine Art Wegroute oder eine favorisierte Route mitzugeben. Ich würde das auch so beibehalten. Bloß vielleicht für denjenigen, der es nicht verstanden hat, einfach nochmal als Erklärung, wozu die da sind. Wir sind jetzt an der 360 gewesen. Das nächste Ziel wäre die 430. Das kann noch erreichen. 430 bis 460. Haben wir, glaube ich, gestern schon mal drüber gesprochen. Wäre dann hier auch die Abwärtstrendkante. In dem Sinne eigentlich ganz interessant. Aber natürlich auch ein schöner Punkt, um nach unten richtig nochmal einen Touchdown zu kriegen. Also, wir haben jetzt von dem Freitag, ja, muss man ja sagen, Freitag ist dann eigentlich die letzten Wochen anders als, ich sag mal, die letzten 5 Jahre im Schnitt. Die letzten Wochen ein bisschen anders abgelaufen. Die sind sehr oft, wenn sie denn stark notiert sind, hinten raus immer umgekippt und haben dann relativ neutral geschlossen. Also fände ich es jetzt sehr interessant, wenn er das jetzt wieder so macht, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht sogar hochgeht bis 430, 460, dort umdreht und dann wieder am Tageseröffnungskurs schließt. Und dann hat er sich nämlich für Montag komplett alles offen. Dann kann ich wieder am Montag stehen, ja, kann steigen, kann fallen, kann seitwärts, ne? Ihr wisst, wie es ist. Wenn er das so machen würde, wäre es typisch. Ja. Weil es setzt uns gerne in so eine Situation, dass wir ein bisschen im Unklaren sind, ein bisschen unsicher, vielleicht auch, ja, dass der eine oder andere sich gar nicht traut, Long oder Short zu gehen und dann wartet, bis der Markt ihn dazu zwingt. Und dann handelt man natürlich immer falsch. Ne? Dann steigt man genau am Top Long ein, dann tritt der Markt runter, dann geht man am Tief raus und ja, dann handelt man emotional, dann handelt man immer falsch. Wenn man dem Markt die Kontrolle darüber gibt, wann die Position eröffnet und beendet wird, wird das immer zum persönlichen Nachteil sein. Das muss man sich immer bewusst machen, deswegen lieber selber entscheiden, bis wohin und bis wohin, also bis wohin maximal und wo fange ich an, planen, nach Setup vorgehen und das auch umsetzen. Ja, also, ihr habt es nochmal auf dem Radar, 430, 460, das wäre jetzt noch offen. Grundsätzlich sollte man jetzt auch langsam darüber sprechen, wir sehen im Tageschart bestimmt eine schöne, kräftige, grüne Kerze nach oben strahlen. Die vorherige Kerze dürfte ja auch schon eine Unsicherheitskerze signalisiert haben, vielleicht sogar ein Doji gewesen sein. Das heißt, wir kriegen jetzt hier Schubkraft, die nach oben rausreicht. Wenn ich das jetzt hier so sehe, sollte unser DAX die 460 natürlich überwunden kriegen, den Abwärtstrend brechen, hätte er durchaus wieder auch so ein Potenzial in so einem Bereich hochzugehen. Wir haben hier noch ein offenes Gap im Bereich um 700, auch so eine 670, das wäre durchaus drin. Ja, also auch hier das alte Tief 630 von unten, das hat ja glaube ich auch noch gefehlt. 630, 670, 710, ja, 710. Das wären so die drei Zielbereiche, wenn er den Abwärtstrend jetzt hier noch gebrochen bekommt. Ja, grundsätzlich würde ich aber jetzt noch nicht sagen, hier Jahresendrallye und so volle Fahrt voraus. Das glaube ich noch nicht. Erfahrungsgemäß zieht er jetzt zu der Zeit, also auch Ende September, immer noch mal ein bisschen an. Na, lockt die Leute noch mal rein, lockt die schon viel zu früh in so eine Jahresendrallye und dann kommt noch mal alles nach unten. Dann wird noch mal ein bisschen Stress aufgebaut, dann werden unten alle noch mal rausgehaut, völlig verunsichert. War, jetzt ist das starke Quartal, warum ist der Markt so schwach? Oh Gott, fällt er vielleicht doch bis Jahresende und dann
schmuggelt er sich dann so heimlich oben raus und steigt einfach durch. Ja, das ist sehr üblich, das sieht man oft. Also einfach bloß mal so schon ein bisschen als Preview für die nächsten Tage. Ja, soweit so gut oben. Unten muss man sagen, die ganzen Hochs und Tiefs jetzt hier im Bereich um 280, 310, nee, nicht 310, 300, 280 kann man so zusammenfassen. Das ist jetzt die Bastion von oben. Und vielleicht noch ein bisschen Support im Bereich um 250. Ja, aber im Grunde gelegen würde ich schon sagen, überhalb von 380 sollte sich auch halten, wenn er positiv bleiben möchte. Gelingt ihm das nicht und er wird unter 280 wieder abgegeben, ist komplett unten der ganze Spielraum offen. Und dann muss man es als das werten, was es ist. Ein Rücklauf im Abwärtstrend, demzufolge nach auch wieder tiefere Tiefs folgen können. Ja, weil dann wäre das ja auch bloß wieder ein tieferes Hoch zu dem vorherigen Hoch. Und dann würde ein tieferes Tief folgen. Also, wie gesagt, das ist jetzt noch nicht Friede, Freude, Eierkuchen, auch wenn der mal gut gegendrückt. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Platz für eine Erholung. Aber ich würde jetzt hier auch nicht sagen, hey, das ist jetzt hier super bullisch. Jetzt muss ich hier schon aufpassen, dass ihr nicht den Zug verpasst. Ja, Punkt. Ja, also ich würde denken, wir kommen ja noch ein bisschen hoch. Könnten wir gut vorstellen, dass er auch vielleicht sich ein bisschen durchschmuggeln kann. Ja, vielleicht sogar mal an der 460 rumknabbert. Vielleicht sogar auch diese, was haben wir für uns angeguckt? 670, ja. Was hat man da noch? 670, 710. Ist sowas noch mit. 630 war es ja genau dies mir. WG 630, 710. 670 noch anschaut, könnte ich mir auch vorstellen, würde aber schon denken, dass wir von dort auch spätestens dann nochmal deutlicher zurückkommen. Und könnte mir sogar vorstellen, dass er auch an dem Tief nochmal rumgeschraubt wird. Ja, auch wenn ich mit Shorts jetzt ein bisschen vorsichtig wäre, außer er spielt halt das an, was wir vorhin besprochen haben. Ja, dass es sich schön am Freitag hochdreht, in die 430, den Gap Plus macht, 430, 460 eindreht, klare Signale für eine Umkehr liefert und dann wieder den ganzen Abend die Kursgewinne abgibt. Das haben wir so oft gesehen, die letzten Wochen, würde mich hier nicht verwundern und von daher, ja. Denke ich, haben wir soweit alles drin. Na, unter 280 wäre ein bisschen Risiko auf der Unterseite, einfach weil die Supports dann fallen. Und solange er drüber bleibt, hat er eben, wie gesagt, Platz. Ich würde ihn jetzt auch gönnen. Ich glaube, ich würde sogar unsere Elisa long lassen, wenn die will. Wenn er sich hier zeigt, dass er sich über 300, 330 halten kann. Warum nicht? Spreche jetzt in meinen Augen dann auch nichts dagegen. Die Seminaraufzeichnung habe ich jetzt den Samstag schon hochgeladen. Es ist auch schon freigeschalten. Das heißt, diejenigen, die bei uns einen Account hatten von den Seminarteilnehmern, die sind bereits schon eingesetzt. Das heißt, die können das schon schauen. Na, einfach bei uns auf die Startseite drauf gucken. Mal gucken, haben wir das hier. Habe ich das hier offen? Irgendwo habe ich es offen. Hier habe ich es offen. Dann seht ihr hier unten links, da hatte jetzt auch jemand gefragt, wo finde ich das? Sieht man dann hier unten zur Seminaraufzeichnung, wer es natürlich noch nicht hat. Der findet dann hier bloß einen Link zur Buchung. Wer mit dabei war, ich hatte euch schon eine Mail geschickt. Schickt mir einfach euren Usernamen, dann kann ich das noch verknüpfen, dann könnt ihr das auch lesen und beziehungsweise auch reinschauen. Und den Sonntag, das sollte ich jetzt die nächsten, also ich denke mal die nächsten 24 Stunden noch reinkriegen. Dann haben wir es komplett drin. Hab schon vorbereitet. Also der halbe Sonntag ist schon aufbereitet. Muss ich jetzt noch hochladen, mal gucken, wie schnell das jetzt gelingt. Vielleicht kriege ich es sogar jetzt noch direkt hin und dann mache ich den Sonntagnachmittag. Im Laufe des Freitags und dann haben wir es komplett drin. Bloß weil es da Fragen gab, ne? Also hier findet man dann. Und was wollte ich noch sagen? Webinar für die Premium-Leute ist ja, wahrscheinlich nächste Woche erst. Ich werde es jetzt am Wochenende nicht hinkriegen. Wir sind nicht da. Wir sind die ganze Zeit im Auto unterwegs. Und wir haben aber nächste Woche einen Feiertag. Ja, vielleicht legen wir es da irgendwie hin, dass wir es am 3.10. machen oder irgendwie am Brückentag dazwischen. 3.10., 2.10., Brückentag ist ja eh meist nicht viel los. Da kriegt aber von mir nochmal eine Info. Wollte bloß schon mal Bescheid geben, ihr könnt euch Samstag und Sonntag was vornehmen. Ist kein Webinar am Samstag, Sonntag, aber wir machen dann Montag oder Dienstag. Da kriegt ihr nochmal eine Info, wann genau. Gut, Freunde, ich mache hier zu, wünsche euch schönes Wochenende, viel Erfolg am Freitag und ja, denkt an unsere coole Sau hier. Das ist ein schönes Bild, oder? Ja, habe ich mir Mühe gegeben. Ich habe sogar mit Photoshop selber angelegt. Also, ich wünsche euch was. Macht's hübsch. Tschüss.